Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Bring him in here! Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Micah scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we are gonna ride out, and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith. Get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son! We need you strong. Okay. Come on, let's go. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon.
Bridge coming up. Take it easy. Can't believe we lost Davy, too. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkertons tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. And what about the money? Please tell me you at least got the money before it all went to hell on that boat. We did. It's stashed with the rest of the money in town. Hey, I think I see something up the path. You up ahead. Who's there? Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is, or was. Yeah. And Mac, and Sean? We don't know. Quite a business. I'm glad you're all right, Micah. Always. Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere, too. Hey, Arthur, let me take the rear. You move up. Stash those lanterns, boys. Best you two lie low on this. Okay. Let's head down there. Catch up here. Whoa! Let me handle this. We don't want to spook these fine people. Someone's having fun in there.
You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates. Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. I said the cattle shed, Arthur. Hello? Shut up, Billy. Excuse me. Hello? Oh, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying. Arthur, we got a problem. Folks. There's a corpse right here. No, I just Arthur, need some there's a body in the wagon. I hear you. Just gentlemen, keep your eyes on Dutch. Please. I think you should go now, bud. Now, friend. Shit! Look out! There's more to pay! Damit ein herzliches Willkommen zu einer komischen Folge von Red Dead Redemption 2. Ich habe keine Ahnung, was ich da tun soll. Ins Haus folgen. Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Food, medicine. Dosenobst. Bohnen. Jo, also es fing gerade ziemlich cool an, aber ich muss halt auch sagen, dafür, dass es so gehighlightet wurde, naja, nicht gerade die beste Grafik, da hatte The Witcher bessere Grafik. Dafür wahrscheinlich hier mehr Details, ne? Aber das Gameplay ist auch irgendwie langsamer. Ich habe keine Ahnung. Get your strength up for the ride back. Aha, verspiele ich negative Effekte. Aha. Jetzt muss ich essen. Oh, wie ich das gar nicht mag, Ich muss klauen oder keine Ahnung, auf jeden Fall essen. Damit mein Leben an sich wieder voll ist. Schnauze. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Hä? Was untersuchen? I'm going to start packing the horses. You keep looking. Ja moin. Poor bastard was married too.
Meet me out here when you're done. Okay, ich muss nach Vorräten suchen. Ja, genau. Ich finde hier Kohle. Das haben sie ein bisschen umständlich gemacht. Dass man immer so lange draufdrücken muss. Das kann unter Umständen ziemlich, naja, nach hinten losgehen. Aber gut, wer bin ich, um das zu beurteilen? Kann ich eigentlich meine Steuerung dann ändern irgendwie? Blut, so, so. Kann ich nach oben oder so? Anscheinend. Oh. Nice. Nicer Scheiß. Schnauze, ich bin hier am Looten. Oder willst du den Chef hier irgendwie produzieren, mein Freund? Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, habe ich schon. See what we missed. Sure. Die Scheune hier. Ich sehe gar nichts. Ja moin. Ach, hier darf ich rennen. Ist ja grandios. So, rüber. Alter, du sollst doch klettern, ne? Dein fucking Ernst. Wollen die mich verarschen? Also, bis ich das Gameplay hier beherrsche, geht's noch eine Weile. Ja, hallo. Ach, und jetzt prügeln. Should I kill him? No. Huh. Yeah. Find out what they're doing here and where Combe is. Oh, this son of a bitch will talk. Huh. Bastards. Hurry up. We need to find out what's going on. With the others. At an old mining camp southwest of here, near the lake. Geht doch. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. I don't know anything else. Get the hell out of here. Go. Oh.
Das Pferd ist wiederum cool. Aha. Ist das jetzt unser Lager oder was? Stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, Miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. I... He was my husband. Somebody's coming. Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food. And this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? Now how come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're all
Yeah, we're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. It wouldn't be the first time. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. There's some tracks leading to the river. Cross. See, they continue up that way. You think it's John? You tell me. These are horse tracks for sure, but it could be anyone. Let's just see where they lead. So, you were there, Javier. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Watch out for this crevice. Dutch killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. That ain't like him, though. Tracks go left, down here. Got shot. Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Damn snow's coming in hot again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Das wird hier noch fast ein Stumm-Let's Play, weil ich hier nicht reinreden will. Darf, wie auch immer. Ja, moin. Aber ja, die Pferde sehen auf jeden Fall richtig nice aus. Das Einzige, was mich stören wird, ist, dass ich mein Pferd füttern muss oder keine Ahnung, damit es hier überlebt. Ich weiß, Realität, bla bla, aber ist völlig unnötig für ein Spiel. Was heißt schneller, Mann? Mein Pferd kackt sonst ab, ey. Wir haben fast das gleiche Pferd oder so. Ich sehe nur jemanden im Schnee liegen. Aber ob da wirklich jetzt... Ach, das ist ein Pferd. Was ist der hier? Was heißt hier darauf?
coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much further on the horses. We'll have to walk from here. I grabbed that shotgun from your horse. Who knows what's up ahead? Yeah. You getting that gun then? Uh-huh. Grab your shotgun. Come on. Was, nimm die Flinte, habe ich die nicht schon? Ist klar. Wenn das eine Flinte ist, ist ein bisschen zu klein. Die Spuren sind auf jeden Fall auch zu sehen. Watch out here. Also das ist garantiert nicht mein Spiel des Jahres. Das ist auf jeden Fall Odyssey. Definitiv. Da können andere sagen, was sie wollen. Für mich ist Odyssey das Spiel des Jahres und das beste Story-Spiel überhaupt ist Mass Effect. Das toppt sogar The Witcher. Also, sorry. Also, nur natürlich Mass Effect 1 bis 3. Alles andere könnt ihr in die Tonne kloppen. Zum Beispiel Andromeda ist nix. Im Vergleich zu der Trilogie. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. Up this way. Ja moin. Gap here. That sounds closer now. Come on. We're coming, John. Wo soll der sein und warum haben wir den da gehört? Hallo? Kann mir das irgendwer verraten? Warum fangen solche Spiele meistens in Schneegebieten an? Auch bei Lara Croft im letzten Spiel. Take a drink of that. Thanks. I'm not designed for this snow. Uh-huh. Let's keep moving then. Come on. John, can you hear me? John! John, where are you? John! John, you there? Ich glaube ja nicht, dass man das hört bei dem Schneesturm, aber gut. Wo soll er sein? Der Protagonist des ersten Teils. Zumindest, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich habe Teil 1 nie gespielt, aber alle sprechen davon, von dem Typen. Tja, der sieht ein bisschen zerlegt aus. Freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I don't think so. Come on. Hopefully this will lead us out. You see that on the ridge?
Ja, moin. You head for the horses. I'll keep John's friends off until you're clear. Ja. So. Wollen die mich verarschen? Kann man die jetzt nicht looten? Interessant. Na gut. Abmarsch. Come on, then. Let's get back to the others. Ja. Ich bin nur leicht verwirrt, weil es gab genau eine Helligkeitseinstellung und jo. Ich konnte auch nichts mit der Musikregelung machen. Vielleicht könnte ich das jetzt, aber ich möchte eigentlich zuerst aus dem Tutorial raus, bevor ich da irgendwie was mache. Nee. Oder? Wie soll ich die jetzt einfach killen? Scharfschütze. Ja, moin. So. Wunderbar. Wie man hier galoppieren könnte. Ach, jetzt darf ich nicht mal. Ja, und ich doch nicht mal einen direkten Weg zum Lager nehmen, weil uns eventuell Leute entdecken könnte. Oder könnten, besser gesagt. What the fuck? Mein Deutsch ist auch heute up to date. Mann. Also ganz ehrlich, ich weiß wirklich nicht, was ich von dem Spiel bis jetzt halten soll. Es ist altertümlich angehaucht, aber dennoch irgendwie neuwertig. Aber in The Witcher oder Mass Effect ist es halt nicht. Ah, careful, idiotas, it's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. Ja, ich weiß. Not today. Alle Red Dead 2 Fans oder allgemein Red Dead Redemption Fans werden mich killen dafür, aber ist egal. Suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. We have been running for weeks.
We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. So, haltet die Optionstaste gedrückt, um die Details anzusehen. Ach so. Billy Williams und Mr. Pearson. Bill möchte mit dir sprechen und Bill möchte mit mir sprechen. Und das ist Calder. Eine alte Bergbausiedlung hoch in den Westling Grizzlies von Ambarino, die während der schweren Stürme von 84 verlassen worden ist. Okay. Aber wir werden bald schon fertig machen, so in 16 Minuten, weil ich mache heute nur eine Stunde, deswegen kommt auch die Folge später. Ich wollte sie eigentlich um 18 Uhr hochbringen, aber naja, ihr habt ja gesehen, das hat nicht so ganz gefunzt. Naja, dazu muss ich halt sagen, ich habe 2 Kinder, insgesamt 3. Nur das eine ist nicht immer bei mir. Deswegen, ja, kann ich hier eine Kaffeetanne, also Kaffeeding trinken? Nein, darf ich nicht. Warum will der sich überall hinsetzen? So, gucken wir uns das mal an. Ich werde mal mit beiden reden, aber ich glaube nicht, dass ich heute noch weitermachen, also mache groß. Eine Puppe. Ist ja süß. Und ich dachte, ich könnte... Ich wollte gerade sagen. Okay, der geht's gut. Interessant. And the money's well hidden in Blackwater? I believe so. And they don't even know we dumped it. Well, you can wait there. We weren't there, Jose. I'm aware of that. And they shouldn't have been either. Oh, we can't change nothing now. Okay. Dann gehen wir mal raus. Und das ohne Ladescreen. Dafür, dass es so groß ist, echt nice. Aber ohne Moment die Einstellung. Steuerung, kann man die ändern? Mhm. War eigentlich keine Zielunterstützung. Aus.
Wir haben jetzt das drin. Okay. Okay. Interessante Steuerung. Audio. Musiklautstärke könnt ihr regulieren teilweise, definitiv. Aber ich brauche doch die Dialoge. Nein. How are you feeling? Oh, you know. Freezing to death. Aha. Komme ich hier rein? Kann ich einfach in eine Hütte rein spazieren? Helping you boys, because I thought you liked action. A couple of days on the lam, and you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them that fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Party. Probably. Uh-huh. That funny, huh? Sure. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Combe always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these bastards before they find us and rob this core of their planet. Also läuft wieder, meine Freunde. Also für mich. What's that? Tracks. Horses, quite a few of them. Langsam finde ich das Spiel interessant. Tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Como Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can forget. What he did to Annabelle, I can't do neither.
You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. Hmm. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. Whoa! Rauch. Sieht nach Feuer aus. All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little. See if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Oh yeah. Und ich darf hinterher. Gibt es eigentlich automatisch Speicherpunkte oder muss ich das selbst speichern? Also ich glaube automatische Speicherpunkte gibt es sicher, aber es gibt ja manche Spiele, die funktionieren dann nicht, wenn man es abschaltet und wieder neu anlassen würde, würden sie dann wieder von vorne beginnen, weil man nicht gespeichert hat. Würde mich ziemlich ankotzen. No? That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Ach, das könnte man überspringen. Who's he talking to? He don't seem very happy. No. Oh, das gibt Schläge. They leaving? Seem to be. Should we go get them? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. Come on, let's get down there. Aha. Don't forget to grab that rifle from your horse. Ja, ja. Und dann brauche ich noch Muni für die Waffe, ne? Boys, be ready to pick them off from up there. You got it, Dutch. Hm, das gibt's auch noch. Good. Come on, let's go. We'll circle around the far side and go down that way, same as Mike and Bill. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur. Arthur, have you completely lost faith in me? Naja. Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Combe, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on. Hm. Naja, eins kann ich euch jetzt schon versprechen. Morgen kommt pünktlich um 18 Uhr. Die nächste Folge von Red Dead Redemption 2 und um 12 Uhr morgen geht es mit Darksiders weiter, weil ich muss ja jetzt unglaublich viele Let's Plays dazwischen knallen und sogar eben noch Spider-Man im Marvel-Style. Von daher war mir das jetzt nicht möglich,
Darksiders weiterzumachen, denn Darksiders wird mein wahrscheinlich zweites Spiel des Jahres werden, weil auf das habe ich mich schon riesig gefreut. Ich habe jeden Teil gespielt, ich habe die gesamte Welt von Darksiders erkundet, habe damals, glaube ich, auf der Xbox bei Teil 1 und Teil 2 Platin geholt. Maybe I should take the lead on this. Nö, in Teil 2 nicht. No, nur in Teil 1. Aber die Geschichte war immer geil. Ja, ja. Durch die Bäume. Guckt euch das an. Die Bäume sind da und wir sind hier auf dem Weg. Oder so. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das ausgehen soll. Hatten die da noch keinen Schalldämpfer oder so? Come on, follow me. Take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. Hmm. We have to move on this right now. So why'd they let you go? I wouldn't have done. They didn't have much choice. What the hell are you doing? Ah! Damn it! All right, boys. Ja, moin. Premium Zigaretten ist ja geil. Bitches, kill every last one of these bats. Ich brauche Gesundheit zur Hölle. Dein Ernst gerade? Oh Mann, ich kann das so gar nicht. Ich hasse Schießereien. Jeder, der mich kennt, weiß das. Dass ich nicht gut bin in sowas. Ja, ist ganz geil. Renn mal. Ich komme nicht klar darauf. Ah, wunderbar. Gehst du in Deckung, du Knalltüte? Geht doch. Hör schnell aus der Hüfte abfeuern, genau. Dir geht's zu gut. Und dann treffe ich noch weniger. Warte mal, kann ich das ungefähr so machen und dann muss ich weiter nach unten zielen. Der Hut ist weggeflogen. Dumm. WTF. Der ist voll ins Fressbrett hingegangen. Seht ihr das? Und, hä? Sag nicht, dein Scheißhut hat dich beschützt, Mann. Dein fucking Ernst? Geht doch. Geiler Slow-Mo. Nur hat man nichts gesehen. Come
Nice. Wer schießt da noch? Da oben. Der will mich verarschen. Tschüss, hasta la vista. Kann ich rüberlehnen? Hast du mich gerade wirklich getroffen? Sorry. Und dass die anderen nicht mal treffen. Sorry, my boy, aber no chance. Ich kann schon schießen, will nur nie. Ich schieß bei denen aus der Hüfte raus, Mann. Und Moment, die. Jetzt mache ich den Hüften-Move-Style. Ja, ja. Ich plündere mal, falls ich das darf. Darf ich nicht looten, weil hier noch irgend so ein Arschdödel rumgammelt? Hä? Aha. Das ist meine Antwort, Kollege. Ich stehe dir einfach in den Weg. Plündern. So. Plündern. Wo schießt ihr noch? Mann, geht ihr mir auf den Sack. Nicht immer schießen. Ohne Spaß. Ich würde da gerne mal looten. Ach, jetzt darf ich plötzlich nicht mehr looten. Wurde ich erschossen? Anscheinend. Dutch ist gestorben. Ja moin. An Kontrollpunkt neu starten. Ja, super. Jetzt dürfen auch meine Kollegen nicht mehr sterben. Oh Mann, wie dumm ist das denn gemacht? Ich hasse solche Spiele. Worauf habe ich mich hier nur eingelassen? Ich bin am Looten, Kollege. Fick dich. Ja, moin. Du bist tot, Mann. So. Shit, there's a lot of them. Geht doch. Ich bin echt nicht gut im Schießen. Nur teilweise kann ich's. Und wer kommt denn jetzt noch? Das ist doch nur Zeitstreckung. Das nur, weil es keinen Schwierigkeitsgrad gibt.
Warum verbrauche ich die Muni, wenn ich den... Kann ich meinen eigenen töten, oder? Nee. Ich bekomme die Krise bei Leuten, die sich bewegen. Hallo? Dutch wurde besiegt vorhin, echt. Dein Ernst, man kann sich hinter Bäumen verstecken. Ja, mach's doch noch langsamer, Kollege. Bist nicht im Kampf, nein. Völlig easy, ne? Ja, alles okay, Mann. Also sowas also ist echt zu viel. Und ich mag es ja, wenn vieles real ist, aber zu real. Ich schätze, Assassin's Creed ist ja immer mehr. Oh Mann. Was soll ich mit dem Waffenrad? Aha. Kann ich nicht aufschießen? Anscheinend nicht, aber ich kann wenigstens rennen. Auch in Ordnung. Nö, ich bin gerade hier. Und da darf ich nichts looten. Was ist das denn bitte? Was macht ihr wieder für eine Kacke? Good work, boys. Now, let's tear this place apart. Bill, you go search that wagon there. Mike, search that building. Arthur, you take that building to the left. All right, man, quick. Find those detonators, explosives, anything you can. Let's go. Alles nehmen, was wir kriegen können. Kein Problem. Und Clown bin ich Spezialist. Was ist ein Screed, sei Dank. Here. This looks good. What do you think, Bill? Well, looks fine. Smells good. Come on. Yeah, yeah. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah. Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mm-hmm. Mount back up. Let's keep moving. All right. Let's get out of here. Proud of you, boys. All of you. Not a man down. Ja, wir erleben ja die Geschichte, wie sich seine Gang hier von unserem Luther oder wie der gerade heißt, aufteilt. Outlaws for life, fellas. Wait until we have John, Mac, Charles and Sean back riding with us and I believe, I know, they will all be back. Well, you didn't get combed, but this hit'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Ehrlich gesagt, Schnauze. Denn wenn du Dutch bist da vorne, dann ja. Halt die Backen, du bist gestorben. Of course he will, just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them.
make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. All right, dig in, fellas. Let's make some ground. Okay. Na dann. Ah, ich bin ja mal gespannt, was jetzt noch gerade so passiert. Eigentlich wollte ich ja seit 14 Minuten schon aufhören, aber gut. Leave him to me. All right, we're heading back. Just bring him back alive. He could be useful. Okay, you get... Lasso. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Wir reiten um die Wette. Ohne Rasten, ohne Ziel. Hallo? Willst du mich verarschen? Ich reite dir hinterher bis ans Morgengrauen. Komm, gib Gummi. Nö, heute nicht. Ja moin. Ja, ist klar. Ach so, man muss sie fesseln, okay. Ja, das ist mein erster Versuch, Mann. So. Zuerst mal plündern. Aufheben. Kann ich das irgendwie wegmachen? Ja, klar, jetzt ist sein... Nee, sein Hut ist da. Na, na, na. Irgendwie. Ja, ist schon klar, ne? Aber... Ah. Ja, gut. What's your name, boy? I don't know. You don't know your name? It's Kieran. Kieran what? Duffy. Kieran Duffy. Well, I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me? Some fan you ain't gonna like. So I'd advise you to save your breath for screaming. No, please. Unser erster Gefangener. You're hurting me. You better shut your mouth, you little shitter. I will shut it for you. Kann man eigentlich jemanden den Mund zukleben oder so? Dass er nichts mehr sagen kann? Das wäre noch eine geile Sache. I've only been running with them a couple of months. Are you trying to test me? Is that it? Because I will break every bone in your body. I'm sorry. I'm sorry. Okay? Not one more goddamn word. Am I clear? Okay, okay. That's oh, man. Two bones right there. Hm.
Wie lange geht das jetzt noch? Bis sie zurück sind? Ich habe so keine Angabe. Ich möchte ihn einfach zurückbringen und dann die Folge beenden. Bitte? Na komm schon. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zugucken. War heute ein bisschen eine speziellere Folge, weil ich nicht wusste, ja, wegen dem Start, wann ich reden darf, wie ich reden darf, warum auch immer. Das nächste Mal läuft es dann wie gewohnt ab, dann kriegt ihr eine gescheite Anmoderation. Na? Kein Problem dann. Here we are, you sack of shit. Let's introduce you to the boys. So. Don't hurt me, please. Oh, don't worry. They're real nice. Huh. You found a little shit, did you? Yep. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh, no. Now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson. Tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Und da sind wir wieder. Habe ich da nicht Protokoll, alte Freunde, auf der Suche nach Informationen über den Zugefall, den die O'Driscolls planen für Dutch, die Bande in einen Angriff auf deren Lager. Okay, dann kommt nur noch Pearson, möchte mit dir sprechen. Interessant. Machen wir in diesem Falle dann auch später noch. Taucht einfach ab. Komm hier auch rein. You okay, Bill? Are we gonna hit this train then? Seems that way. Vielleicht später. Vielleicht im nächsten Part. Guess that worked out. With the O'Driscolls. Now we just have to rob this train. Get out of here. Yeah. Them wagons are still snowed in. Aber wo muss ich hin? Wo ist dein Typ, den wir verschleppt haben? Ha. Ah, das ist First Person, okay. Wo haben die den wohl hingeschleppt? Chance? Send someone down the track back to that farmhouse. Okay. Why? That poor woman's husband needs burying. Of course. And is it safe down there? Oh, just send someone sensible. Understood. All right. The body's in a wagon out front of the house. I'll send someone. Thanks, Jose. Well, just hang in there. All right, Arthur. How you doing, Molly? So now you're robbing a train. How is that going to help us? I'd speak to Dutch about that. Okay.
Ich hätte ja gesagt, die haben den da hier angefesselt, aber irgendwie. Nope. Also in meinem Zimmer wäre eine Frechheit gewesen, aber so kann ich noch damit leben. Good call, Dutch. It's the least we can do for the poor woman. I say Micah should do it, but that ain't a good idea. Having fun in here, Lenny? More since we robbed the O'Driscolls. Hopefully we'll be out of here soon. It's okay. It's okay. You're safe now. She'll be okay, Arthur. I'm sure she will, Mary Beth. You got any miracles for us, Reverend? I wish I did. Yep. We need something. Okay, Mr. Strauss? I think so. Well done for finding Mr. Marston. Some good news at least. Yep. It's been a nasty few days. I know. And we've had tough times before. We keep moving, and we keep together. Same as always. All of you. Ain't that so, Mr. Morgan? Of course. Oh man, zum Glück könnt ihr mitlesen. He that is so impoverished that he hath no oblation chooseth the tree. We should have a little food if you're hungry, Mrs. Adler. I'm hungry. Okay, ma'am. Well, you just asked Mary Beth here. Have ye not known? Have ye not heard? Hath it not been told to you from the beginning? You okay, Abigail? Yeah. How'd you boys get on with the O'Driscolls? It's dealt with. For now, anyway. Okay. Ich glaube, die sagen nichts Interessantes mehr. Und da ist auch nicht unser gesuchter Junge. Nee, ich muss hier weiter weg. Und wer bist du? Haben sie den da irgendwie da drin angebunden oder so? Anscheinend nicht. Da irgendwo? Also für so fies würde ich sie jetzt halten, ne? Haben sie ihn irgendwie in eine Karre gepackt? Anscheinend nicht. Ja gut, dann können wir nur noch zurückrennen und mal gucken. Ob wir vielleicht noch irgendwo... was finden... wo der versteckt sein könnte. Aha. Das ist garantiert das Haus. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. Ja, ja. Schnauze. Muss hier mal gucken, ob ich rein kann. Ah, da ist er ja. Killed at that ranch down the way. Who was that? Declan? Fat Tommy? We didn't get as far as introduction. Oh.
Ja, und jetzt? Ich kann ihn nicht mal befragen, aber wir haben ihn gefunden. Sehr gut. Das heißt, wir gehen wieder. Und das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Red Dead Redemption 2. Wenn es dann wieder eisig weitergeht in diesem öden Kaff hier. Mal schauen. Tödle.